persönlich ab 55. Das brauchen wir noch dann unbedingt. Schwert und Schild. Nö. Edene Macht, das wäre noch richtig geil für Erdrutsch. Oh, Tobsucht. Bis zu 25 Mal stapelbar. Oh, und das ist natürlich auch gut. Also Passive hat der Barbar richtig viel gute. Das muss ich ihm lassen. Aber es ist natürlich auch irgendwie gut, dass der Barbar eine Schadensattacke als letzte Fähigkeit bekommen hat und nicht ein Buff oder so. Weil er hat schon genug Buffs, genug starke Buffs, soll ich sagen. Und ja, eine Schadensattacke braucht er einfach noch. Also bräuchte, hätte er noch gebraucht. Und jetzt hat er es hier. So, Felden des Gemetzes, weiß nicht, wo die Nicht sind. genug Wut. Hier gibt es ein bisschen Hackfleisch zum Verkaufen. Geht noch nicht. Ja, was lecken die da herein oder was war das? Das war nicht so schön, wie die hinein ploppten. Meine Hiebe vernichten euch. Noch eine Truhe, habe ich gesehen. Sehr gut. Oh. Hallo, Grom. Müsst ihr dann denn die Belohnung schauen. Wahrscheinlich gar keine richtige Belohnung. Das ist so ein fetter Gegner. Ach, du hast zu viel Leben. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin ja, immerhin. Zwei. Wow. Gorm ist der größte von Asmodans Sündenleugners. Ja, die Schnauze. So, hier nach oben. Und wir haben Handschuhe gefunden. Sehr schön. Ah, hier ist noch der Aktboss, Wächter. Der Schlüsselwächter. Bisschen töten müssen wir. Ah, Felder der Gemetzen ist ja die diese Karte hier. Ich dachte, das war ein Dungeon und so. Hab's gar nicht gemerkt. Nicht bereit.
größten Teil. Lasst mich zurück. Es ist zu spät. Nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr. Ja, ich habe auch keine Verwendung für den Stab. Ich bin ein Barbar und der Stab ist blau. Oh, das ist Magierfaust. Das ist Magierfaust. Ja, es ist Magierfaust. Aber leider mit Stärke. Aber das ist so ein episches Item für einen Feuermagier. So cool. Ich hab Magierfaust. Das könnte ich umtauschen. Dann mache ich hier noch ein Edelstein rein. Ich kann ihn später dann ersetzen. Für einen besseren. Der ist besser. Den nehmen wir. So. Und wir haben einen schönen Helm jetzt. Ach, hört doch auf, diese erwähnte. Ich brauche Wut. Könnten wir nicht ersetzen? Ja komm, wir setzen doch da. Nehmen wir doch die Magierfaust. Und hier drüben. Es ist zerstört. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Katapult, das schon zerstört wurde. Hier ist die Frosthöhle, sehr schön. Aber zuerst machen wir die Gegner hier. Das geht noch nicht. Ich bin wieder gesund. Noch einen Gegner. So. Haben wir das auch gemacht? Und gleich wieder ein Level Up, sehr schön. Wie viel Damage? 8500, wow. Ich muss töten. Keine Chance gehabt. Auch wenn er so zäh ist, dass er aus Adamantit bestehen würde. Ich habe ihn besiegt. Der Helm ist so cool irgendwie. Ich bin Diablo. Chancen stehen eigentlich noch gut, dass Diablo im zweiten Addon wieder kommt oder dann im nächsten Spiel, also Diablo 4. Ich brauche mehr Zeit. Aber ich denke eher in Diablo 4 dann wieder. Aber ich hoffe schon, dass dass er im Addon auch einen Auftritt hat oder so. Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinsal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ach, wieso? Weg damit. Echt interessante Höhle diesmal. Hier haben wir schon die Ebene 2. Und wir haben immer noch die goldenen Schuhe. Die passen natürlich sehr gut.
Osten ist gewandt. Wer hat das Gewand vergessen? Es ist jetzt leck, oh Gott. Fängt das wieder an. Der Loser, das ist der, den wir brauchen. Komm schon, bitte drop. Wir machen noch einen Drohruf. So. Komm schon. Ah, oh, du machst Damage mit diesem Blitzzeug. Ja, natürlich nicht. Wie oft müssen wir den noch machen? Ich will ihn gerne noch zeigen. Sonst werde ich einfach ein bisschen für mich alleine den suchen. Und zeige ich ihn dann, wenn er gedroppt ist, also wenn er am Boden liegt. So. Dann gehen wir noch was raus. Also einen Run mache ich noch mit euch. Ist ja relativ spannend eigentlich. Gar nicht mal so langweilig. Sieht es aus. So, die Schuhe. Ah genau, jemand hatte die gefunden und hat gesagt, er will einen neuen Bild testen mit Sprung. Es gibt noch andere Ausrüstungsteile, die machen, dass nach dem Sprung, also der Aufschlag, ein Erdbeben entsteht. Und das müsste ja mega mächtig sein. Das könnte ich dann auch mal für euch austesten. Und natürlich muss ich das auch zuerst finden. Da habe ich noch etwas mit minus 4. Da muss es sein. Da ist besser. Dann nehmen wir doch das. So, jetzt machen wir Edelsteine rein. Den nehmen wir raus. So, Juwelier. Ah ja, das dritte Amulett habe ich auch gefunden. Jetzt brauchen wir noch eins, glaube ich. So, also ein gelber auf dem Kopf, 33 Chance, gut, und zwei rote hier rein, und schon sind wir sehr viel mächtiger, 7600, 8000, ja, 400 Schaden mehr. So, dann können wir die zwei auch verkaufen wieder. So, und schon 5 Millionen. Ja, 5.558.000. Läuft langsam, aber wahrscheinlich brauchen wir das nur für die Edelsteine und so. Also, so beliebt ist Gold leider hier nicht. Aber es ist auch relativ gut so, weil Gold mit meistens zum Verkaufen oder zum sonst irgendwas verbraucht, um natürlich die Spieler zu schnell vorantreiben, dann haben sie keine Lust und so. Irgendwie bekomme ich viel Schaden, weil die Gegner hier gerade ein bisschen herum
Schaden machen. So, und hier ist wieder die Höhle des Frostes, oder? Nein, das sind die Eisschlaghöhlen. Schade. Legion. Ich bin Legion. Also holen wir noch kurz die Truhe. Oh, nicht schon wieder Grom. Oder Gom. Aber der bekommt extrem Damage mit beiden Fähigkeiten. Oh, wenn das beim Hexendoktor so wäre, so viel Damage. Aber der hat ja die Schinder da, die kleinen Kobolde, die machen auch viel Damage. Aber natürlich nicht so viel wie die Uran. So, dalle. Was haben wir sonst noch? Einen Brustpanzer, der besser ist. Ja, viel besser ist er leider nicht. Nee, lassen wir so. Gehen wir wieder raus. Irgendwann finden wir doch den Kräuterwäschstern. Ich will doch das Pony-Level haben. Das erste Mal live sehen, das wäre doch toll. Na, ich habe den Kräuterwäschstern schon im normalen Diablo 3 gesucht, wie blöd, nie gefunden. Und langsam weiß ich auch wieder, wieso ich den nie gefunden habe. Weil natürlich der Gegner nie droppt. Auch fast immer da ist. Eisschlaghöhen, oh Gott. Die machen keinen Schaden. Das nächste Mal schon Experte oder Meister, also den nächsten Schwierigkeitsgrad nehmen. Und ja, da bekommen wir natürlich noch mehr gute Items. Also nein, die Chance steigt sich noch nicht, aber die EXP und so. Nicht Angst machen, bitte. Einfach neben durch wirbeln und das Ding ist kaputt. Einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Oder der Knappe stirbt zuerst. Die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Oh, Desperatio. Oh, macht der Damage. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir noch nicht erhöhen. Wegen dem Damage. Oder wir müssen bessere Ausrüstung haben. Da werden natürlich die Gegner auch zäher. Nein, manche Gegner macht schon fett Damage, das ist wahr. Ich brauche mehr Zeit. Succubus, ihr nervt. Haut ab. Seid noch da. Haut
Schwätzer, dieser Lehrer. Ist er, ja. Noch ein bisschen haue. Die bekommen so viel Damage. Wenn sie alleine sind, bekommen die Gegner extrem viel Damage. Und wir haben natürlich noch schon wieder nichts bekommen. Wahrscheinlich ist der sehr verbuggt oder so. Eigentlich sollte der Gegner eigentlich ja wenigstens eine machbare Chance haben, den Gegenstand zu droppen. Sie auch noch größer macht, weil Maltai natürlich ein bisschen Macht möchte. Ah, ist nicht stunnen. Weg damit. So. Was gibt's hier noch? Gegner hier. Oh, Schnetzel. Schnitzeli. So schauen wir uns nochmal nach guten Quests an. Fluchte Anhöhe. Kaan tötet Diablo. Tötet Scheiterhaufen den Verdammten. Mal schauen, was das für eine Ebene ist. Die verfluchte Anhöhe. Schreien, Leute. Okay. Scheint es gleich hier oben, das lohnt sich doch trotzdem zu machen. Nein, ist nicht hier. Ah, der ist immer auf der Seite, genau. Schauen wir mal hier. Säuber die Gießerei. Tötet Stampf der Brecher. Tötet Lumok. Der verfluchte Krater. Tötet Krom. Da können wir mal hin. Oh,
Magie machen, weiß auch nicht. Wahrscheinlich Gegner beschwören. Wir haben irgendwelche Puppelprobleme. So, jetzt können wir rein. Noch ein bisschen warten. Ich will die Uran einsetzen da. Ja, jetzt ist gut. Jetzt können wir gehen. So, Magda. Jetzt kommst du auf die Schnitte. Einfrieren. Das geht noch nicht. Danke. Der Zirkel ist zerschlagen. Ruht in Frieden, Deckard Cain. Ich hatte langsam die Nase voll von dieser Frau. Seht ihr das? Das letzte Amulett. Als ich dem dunklen Zirkel oder das beitrat, eines der letzten Amulette. Schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun. Während die großen Übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Hexe? Hat sie ja wahrscheinlich. Aber wieso wird das schon vorher gesagt? Das hat ja natürlich die Macht an sich reißen will. Ich muss zurückkehren. Also eigentlich wird es ja nicht gesagt, man weiß ja da nicht, dass sie eine Hexe ist. So, wo ist der Juwelier hier unten? Genau. Also dann haben wir die vier, für die vier Tribute. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. Aber ich denke schon. Was brauchen wir denn für die? Okay. Ein Amulett der Stärke für Level 60 könnten wir dann mal machen, aber... Jetzt müssen wir zuerst Level 60 werden. Aber das geht schnell, wir sind schon 46. Und ja. Eine Pfeifrift können wir nicht machen. Nein. Okay, dann machen wir das nächste Mal wieder ein. Jo, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, es wird eigentlich immer wieder wie interessanter, wieso der Baba stark wird. Und jo. Also, bis dann. Tschüss.